Der Plan der Ampelregierung zu einem Steuerrabatt für ausländische Fachkräfte sorgt weiter für Kritik. Die Bundesregierung verfolge zwar das richtige Ziel, setze aber an der falschen Stelle an, erklärte das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft. Es seien vor allem die zu langen Visa-Verfahren, die den Zuzug nach Deutschland ausbremsen. Mögliche Steuervergünstigungen sind Teil eines Maßnahmenpakets zum Ankurbeln der Wirtschaft. Die deutsche Wirtschaft will endlich wieder in Fahrt kommen. Aber viele Unternehmen finden kaum noch Arbeitskräfte. Und genau das soll sich bald ändern. Die Bundesregierung will nun ausländische Fachkräfte ins Land locken und plant für sie einen exklusiven Steuerrabatt. Wir müssen endlich was dafür tun, dass kluge Köpfe auf der Welt sich für Deutschland entscheiden. Und dazu gehört nun mal auch die steuerliche Belastung. Und da ist es eine gute Idee, die von vielen anderen Staaten auch gemacht wird, dass man am Anfang für ein paar Jahre weniger Steuern zahlt, damit die Leute dann auch nach Deutschland kommen. Konkret sollen für neu Zugewanderte zwischen 10% und 30% des Bruttolohns in den ersten Jahren steuerfrei bleiben. Diese Fachkräfte würden also für einen bestimmten Zeitraum weniger Steuern zahlen als Deutsche. Das sorgt nun für Diskussionen, auch in der Ampel. Da muss man aufpassen, dass da kein gesellschaftliches Missverständnis entsteht. Das ist auch eine Frage der Ausgestaltung. Frankreich und Großbritannien haben sowas in der Vergangenheit gemacht. Aber wir müssen gucken, wie das umgesetzt wird. Ich gebe zu, dass ich an diesem Punkt über die Einigung nicht furchtbar glücklich bin. Es ist ein kleiner Bestandteil eines großen Paketes. Das löst nicht alles. Es ist ein Vorschlag, auch an der Stelle voranzukommen. Entscheidend ist für mich, dass wir diese große Fachkräftelücke, die wir in Deutschland haben, Arbeitskräftelücke, muss man ja inzwischen sagen, Schritt für Schritt schließen. Starke Kritik an den Plänen kommt von der Union. Sie wirft der Ampel vor, die Gesellschaft zu spalten. Es handelt sich hier um echtes Inländerbenachteiligungsprogramm, dass langjährige beschäftigte Inländer weniger Geld verdienen sollen als Ausländer, die kurze Zeit hier sind. Das ist ein echtes Ampel-Respektlos-Projekt. Die Pläne für den Steuerrabatt sind im Detail noch nicht ganz fertig. Die Ampelfraktionen wollen sich nun erstmal in Ruhe beraten. Das gesamte Konzept für mehr Fachkräfte und eine Stärkung der Wirtschaft soll dann in einer Woche präsentiert werden.